Vor 3 Wochen bin ich bei der deutschen Meisterschaft im Weighted Calisthenics angetreten und habe einen Meilenstein erreicht, den noch kein unter 94er in Deutschland bisher geschafft hat, nämlich ein 500-Kilo-Total. Und im heutigen Video möchte ich diesen ganzen Wettkampf einmal aufarbeiten und nehme dich mit in meine Gedankenwelt während des Wettkampfs. Viel Spaß! Seit Anfang letzten Jahres wollte ich unbedingt ein 500-Kilo-Total erreichen und letztes Jahr hat das leider absolut nicht funktioniert, weil ich mich teilweise sehr stark verletzt habe an der Hüfte und am Quadrizeps, hatte 2 Wettkämpfe, bei denen ich zwar gewonnen habe, aber einfach unter dem geblieben bin, was ich eigentlich erreichen wollte und war sehr enttäuscht und musste dann noch lange eine Verletzung aufarbeiten. Ich glaube jetzt knapp ein halbes, dreiviertel Jahr, in der ich quasi ja, meine Verletzung aufarbeiten musste, um halt entsprechend jetzt wieder stärker zurückzukommen. Dementsprechend war dieser Wettkampf was extrem Besonderes für mich und es musste an dem Tag auch eine Punktlandung werden und das wusste ich auch. Also ich wusste schon in der Vorbereitung, okay, das wird heavy, also wenn, dann wird es genau eine 500, also wird es genau 500 Kilo und egal wie, das ist das Ziel für den Tag. Und ich hatte im Voraus auch kommuniziert, dass egal was ich für ein 500 Kilo machen muss am Ende, ich werde es auf die Kniebeuge aufladen. Das heißt, quasi Muscle Up, Chin Up und Dip waren eigentlich nur, ich sag mal, so nah wie möglich an die 500 Kilo rankommen, damit ich so wenig wie möglich beugen muss. Aber ja, das Ziel war für mich klar, hätte ich jetzt 2,55 aufladen müssen, hätte ich wahrscheinlich auch 2,55 oder nicht wahrscheinlich, hätte ich auch 2,55 aufgeladen, was natürlich an dem Tag sehr schwer geworden wäre. Aber eins nach dem anderen, ich würde sagen, wir steigen einfach mal straight in die Lifts rein und versucht da mal so ein bisschen was zu erzählen, was mir da durch den Kopf ging und was vielleicht auch nicht so gut und gelaufen ist, weil manche Sachen, ja, waren nicht ganz optimal an diesem Tag. Denk an dieser Stelle auf jeden Fall daran, dem Video ein Like zu geben und einen Kommentar unten da zu lassen, denn der Kanal ist noch sehr klein und ich freue mich über jeden Support. So, wir starten mal mit meinem 23,75 Kilo Masse ab. Der war recht easy, wie man vielleicht auch sieht, also im Endeffekt, ja, hätte ich mit 25 auch einsteigen können. Ehrlich gesagt ist das aber immer so, jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, kennt das sicherlich, dass gerade der erste Lift, das ist erstmal so sehr, da ist man sehr nervös so. Und gerade bei einem Muscle-Up, der technisch natürlich sehr eine hohe Anforderung hat, wo es halt auch mal sein kann, dass man sich vergreift, mal abrutscht, solche Geschichten, da habe ich mir einfach gesagt, komm, ey, mach das Ding safe, so, du kannst immer noch einen höheren Sprung gehen, das kannst du gut verkraften. Ich bin im Training auch schon von 25 auf 30 gesprungen, das hat auch funktioniert. Dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, komm, mach den 23 safe, du bist erstmal drin im Wettkampf und hast erstmal so ein bisschen Last, die von dir abfällt und kannst dann drauf gehen oder quasi mehr machen. Ja, und ich bin dann recht schnell zu 27,5 Kilo übergegangen im Zweitversuch und auch die habe ich im Training ja schon bewegt. Dementsprechend dachte ich oder war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich die recht gut hinbekomme und man sieht eigentlich auch, dass die recht smooth hochgehen. Also im Endeffekt kaum Struggle, ich hatte kein Problem bei der Transition, die ging recht gut hoch und habe mich eigentlich auch recht safe gefühlt. Also es war jetzt auch schon so, dass ich gesagt habe, okay, hier geht heute einiges. Und ich hatte so ein kleines internes Battle mit Hardy offen und wir haben uns vorher gesagt, komm, wir battlen uns beim Muscle Up, weil der aktuelle Rekord liegt bei 30 Kilo. Wir haben beide gesagt, komm, wir machen mehr, wir versuchen uns gegenseitig zu battlen. Hardy ist super stark im Muscle Up, aber im dritten Versuch habe ich mich dann tatsächlich gegen dieses Battle entschieden. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich gesagt habe, ey, mir ist es viel, viel wichtiger, dass ich entsprechend mein 500 Kilo Total mache, anstatt dass ich jetzt irgendein krasses Battle gewinne. Weil das 500 Kilo Total, das war mein Ziel. Nicht der Muscle-Up-deutsche Rekord oder so. Wäre cool gewesen, hätte ich den mitgenommen, keine Frage. Aber das war nicht das Ziel. Und dementsprechend bin ich für konservative 30 Kilo gegangen. Und das war absolut der richtige Call. Sicherlich waren die noch recht easy und da wäre sicherlich auch noch was drin gewesen. Aber man weiß nie, 1-2 Kilo können super viel ausmachen. Und ganz witzige Story dazu, ich wollte tatsächlich oberkörperfrei helfen. Also Weighted Calisthenics ist halt einfach eine Oberkörperfreisportart. Und ich weiß noch, dass Hardy zu mir meinte, ja, lass das T-Shirt mal lieber an, dann rutschst du besser über die Stange. Und ich so, ja, stimmt, hast recht. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber klar, macht Sinn. Ich das T-Shirt angelassen und siehe da, musste bei den 30 Kilo ein bisschen über die Stange rutschen, weswegen ich dann auch gut hochgekommen habe. Und wer weiß, was passiert wäre, hätte ich das T-Shirt nicht angelassen, weil dann rutscht du halt weniger. Kann durchaus sein, dass ich dann hätte den Sticking Point nicht überwinden können. Von daher, Kuss
Danke, Cardi, du hast mir mein 30 Kilo Muscle-Up gerettet. Ja, und nach dem 30 Kilo Muscle-Up wusste ich, okay, es läuft alles echt gut nach Plan. Wir sind absolut on track und war schon mal sehr, sehr happy. Auch wenn Hardy natürlich mit 31,25 Kilo dann den deutschen Rekord für sich beansprucht hat. Aber das war mir egal, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht das, was du heute erreichen möchtest. Ne? Dir geht es nicht um das 500 Kilo Total, sondern dir geht es um das 500 Kilo Total und nicht um den höchsten Muscle-Up heute. Beim Chin-Up, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also Chin-Up war in der Vorbereitung bei mir eh schon eine Katastrophe. Hat sich super, super schlecht angefühlt. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe tausendmal meine Technik verändert, tausendmal die Höhe der Scheibe verändert am Bein und es hat irgendwie alles nichts gebracht. Aber ich habe mich dafür dann entschieden zu sagen, scheiß drauf. Irgendwie du kannst das, was du schon mal bewegt hast, wirst du nochmal bewegen können irgendwie. Ich also mit 80 Kilo eingestiegen, die eigentlich auch gut waren. Hat sich jetzt nicht super leicht angefühlt, aber auch nicht super schwer. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme, dass ich tatsächlich bei der Box nicht vernünftig, die Box stand nicht vernünftig nah an der Stange und ich musste mich strecken, weil die auch noch zu tief war und hatte richtig Probleme, einen vernünftigen Grip zu kriegen. Aber ich dachte mir, komm, du hast jetzt Chalk drauf, wenn du jetzt alles nochmal umstellen lässt, dann hast du rutschige Hände, das ist auch beschissen, das kriegst du schon hin. Im zweiten Versuch habe ich es dann korrigieren lassen, aber es war schon nicht so geil für den Start. Naja, beim Zweitversuch 85 Kilo ging dann der Struggle aber irgendwie los. Also ich habe den hochgezogen, fühlte sich eigentlich auch gut an und habe den dann ungültig gekriegt wegen Höhe. Und da war ich schon mal erstmal so, habe ich noch nie bekommen? Das kann eigentlich nicht sein. Habe dann einen Videobeweis angefordert, weil es 2:1 ungültig war. Und bei 2:1 ungültig konntest du einen Videobeweis anfordern. Ich dementsprechend den Videobeweis angefordert und auf dem Videobeweis konnte man auch gut sehen, dass der gültig war. Also von vorne, ich glaube aus der Zuschauerreihe hat das niemand verstanden, weil wenn man das Video jetzt hier zum Beispiel von vorne aus dem Zuschauerrang sieht, dann sieht man, dass das Kinn mehr als deutlich drüber ist. Von der Seitkamera ist es schon ein bisschen grenzwertiger, was einfach daran liegt, dass ich halt zu weit von der Stange weggezogen habe. Und das ist auf jeden Fall ein Learning, das ich mitnehme. Ich muss unbedingt näher an der Stange ziehen, also beziehungsweise oben den Lockout näher an der Stange machen. Damit einfach sowas nicht nochmal passiert. Ne? Weil das hat mich schon rausgeworfen und hat natürlich auch dazu geführt, dass ich einen sehr konservativen Schritt gemacht habe auf 87,5. Und ehrlich gesagt, im Warm-Up, ich hätte nicht gedacht, dass ich den schaffe. Also ich war nach diesem Versuch, war ich mit meinem Betreuer Tobi, saß da und dachte, was mache ich denn jetzt? Und ich dachte mir so, ey, geil, was ich jetzt angebe, das kriege ich nicht hoch. Ne? Und ich war so in dem Modus, okay, komm, lass uns das einfach skippen. Lass uns bei 85 bleiben und die Kraft mitnehmen für den Dip. Er hat mich dann aber überzeugt, komm, lass 87 machen. Wir haben dann 87 gemacht und war wie auch immer, habe ich den dann hochgekriegt und auch deutlich gültiger als den zweiten. Wurde mir dann auch von allen Judges nochmal bestätigt, war ja auch gültig. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie zur Hölle das dann passiert ist, dass ich beim dritten nochmal so viel Kraft habe rauskriegen können. Aber 2,5 Kilo nehmen wir mit, weil sonst hätten wir nämlich am Ende 2,50 beugen müssen. Wäre aber auch eine schönere Zahl gewesen zum Beugen. Naja, dann bin ich raus, der dritte Versuch war durch, war recht happy, weil dachte mir, okay, ist jetzt nicht alles 100% nach Plan gelaufen, aber noch vollkommen im on track. Und dachte mir, gut, der Dip, der muss es jetzt natürlich gewissermaßen auch ein bisschen regeln oder der gibt mir vor, was ich beim Squat am Ende machen muss. Und beim Dip fing es nicht viel besser an. Also das Warm-Up war okay, die Dip-Barren im Warm-Up-Bereich waren halt, nicht so geil. Was halt einfach das Problem war, dass ich dadurch entsprechend nicht 100% einschätzen konnte, wie stark ich heute wirklich bin. Und ja, ich bin dann am Ende für konservative 125 Kilo gegangen, weil ich mir dachte, gut, das hast du schon 10.000 Mal bewegt. Das kann jetzt kein Problem sein. Das war auch mein Opener letztes Jahr. Eigentlich hätte ich gern mehr gemacht, aber ich dachte mir, komm, das Warm-Up war jetzt nicht 100%, mach das mal, das passt schon. Die sind dann aber sehr, 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 sehr easy gewesen, aber ungültig. Und da war ich schon so ein bisschen pikiert. Aber im Endeffekt war es 3:0 ungültig, das heißt, ich konnte eh keinen Videobeweis nehmen, den ich wahrscheinlich auch nicht genommen hätte in dem Moment, weil es nur der erste Versuch war und ich weiß, dass da noch mehr gegangen wäre und dementsprechend habe ich es dabei belassen, war sehr angepisst und dachte mir, gut, also da sind mir auch ein bisschen Emotionen durchgeknallt, aber gut, bin dann im zweiten oder habe ich dann mit Tobi zusammengesetzt und war erstmal so, ey, was mache ich denn jetzt, ich kann ja nicht 100, 125 wiederholen, weil wie soll dann die letzte Steigerung aussehen, damit es irgendwie in Richtung 135, 140 geht? Das ist unmöglich. Also hätte ich ja 125 und dann 135 machen müssen. Und die Chance, da dann auf 125 zurückzufliegen, ist ja recht hoch. Und dann wäre natürlich die Beuge unnormal schwer geworden.
Dementsprechend bin ich dann für 130 gegangen und habe gesagt, ey, all or nothing. Wenn ich jetzt hier beim Dip alle drei reinscheiße, dann ist das so. Aber 500 Kilo total waren meine Priorität an dem Tag. Mir hat der Titel am Ende nichts bedeutet, muss man ehrlich sagen, sondern mir ging es nur um dieses 500 Kilo total. Und dementsprechend sind wir weitergegangen, 130, die dann auch 2-1 ungültig waren. Meiner Meinung nach eigentlich recht eindeutig gültig, aber gut. Der dritte Versuch, die 135, weil ich mir dachte, gut, 140 waren eigentlich der Plan. Geil, heute gehen wir konservativ, 135, dann musst du genau 247 beugen, das kriegst du hin. Dementsprechend 135 gemacht, die dann auch gut hochging, waren auch nicht super leicht, muss man an der Stelle auch sagen. Von daher war es auf jeden Fall genau der richtige Call an dem Tag. Und die waren dann auch 3-0 gültig. Also je weiter meine Versuche fortschreiten, desto besser läuft es am Ende des Tages anscheinend. Und da war ich recht happy. Also da war ich sehr erleichtert, sehr, bin da rausgegangen und dachte mir, Alter, hui. Ein großes Problem hinter mir gelassen es hat keine 10 Sekunden gedauert, da kamen schon die Ersten auf mich zu und sagten, ey, du musst 247 beugen. Und ich so, ja, danke, das weiß ich schon. Also Leute haben schneller gerechnet als ich teilweise. Und dann fing das große Mindgame an. Ne? Also wir hatten ja nicht viel Zeit zwischen den Versuchen und du musst dann ja schnell wieder ready sein. Und ich habe dann natürlich versucht, okay, komm, versuche jetzt nicht zu sehr rauszukommen, geh einmal kurz raus, hol einmal frische Luft und dann geh sofort rein. Beuge Warm-up, du wirst eh am längsten brauchen. Das heißt, wärm dich in Ruhe auf, mach alles in Ruhe, schau, dass du vielleicht noch ein bisschen was isst vorher und so weiter. Ich dann quasi in den Warm-up gegangen und schon beim Beugen gemerkt, boah, Alter, das ist irgendwie nicht so leicht. Ne? Also ich habe mich schon sehr exhausted gefühlt, was natürlich normal ist, weil wir natürlich ja alle schon knapp 3 Stunden Wettkampfzeit hinter uns hatten oder 2,5 und dementsprechend natürlich schon ordentlich im Sack waren. Ne? Und dementsprechend war das Warm-up nicht super und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da habe ich, wir haben die Warm-up-Sprünge waren komplett vorgegeben, genauso wie die ganzen Versuchswege, also wir haben vorher mit meinem Coach Paul habe ich quasi vorher einmal, oder haben wir einmal so Wege besprochen, quasi wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn es normal läuft und daraufhin war dann die Entscheidungsfindung einfach, das heißt ich musste gar nicht viel nachdenken oder wir nicht viel, beziehungsweise wir wussten immer genau, wo es lang geht und fürs Warm-up war eigentlich auch jeder Schritt vorgegeben. Und ich weiß, ich hatte einen Schritt, glaube ich, 195 und 207 oder so. Und ich war in meinem Kopf, ich habe alles stecken lassen. Mein Betreuer und also Tobi und Flo haben das quasi gesteckt und ich habe einfach nur gemacht. Und ich war so im Kopf, okay, das ist jetzt der x-te Warm-up. Ich glaube, das sind 195. Ich 195 in meinem Wissen gebeugt und dachte mir, war ganz okay, aber 195, das hat sich schon mal besser bewegt. Bis mir dann gesagt wurde, okay, das waren 207. Und danach war ich, okay, das waren 207, das war gut. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, okay, da ist schon Kraft da, da ist schon Tempo da. Ne? Weder in den letzten Warm-up mit 220, 217, 220, ich weiß gar nicht mehr gemacht. War auch okay. Ja. Und dann ging es los. Die Crunch-Time, letzten drei Versuche. Ja, und hier war, ich muss ehrlich sagen, ich weiß von dem Wettkampf allgemein nicht mehr viel. Ich kann mich nur noch an so Bruchteilen erinnern, sehr, sehr krassen Filmriss. Aber ab dann weiß ich gar nichts mehr. Also die Beuge ist für mich so ganz, 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 ganz verschwommen. Ich weiß kaum noch was. Ich kann es nur quasi aus dieser Zuschauerperspektive eigentlich nur noch sehen, weil ich entsprechend die Videos habe. Nur an eine Szene kann ich mich noch erinnern, darauf spreche ich gleich noch. Ich quasi mit den ich weiß immer nur diesen Warm-Up-Bereich. Ich weiß immer alles im Warm-Up-Bereich, aber auf der Fläche selber weiß ich nicht mehr so viel. Ich weiß nur, wie es sich ungefähr angefühlt hat, wie easy es war oder halt eben nicht. Aber so von reinen Ablauf, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich da hingegangen bin, wie ich da gebeugt, keine Ahnung. Naja, dementsprechend wird 2:30 gestartet, das war auch der Plan. Und ich kann mich noch an einen Schlüsselsatz erinnern, den Paul, mein Coach, mir vorher gegeben hat. Und zwar hat gesagt, ne, weil wir in der ganzen Wettkampfsprep einen recht konservativen Weg gefahren sind. Wir sind immer, okay, wir versuchen, also der Ansatz war immer alles so, RPE 7 oder beziehungsweise Reha 3, so, das heißt, ich habe im Training nie mehr 230 gebeugt auf eine Reha 2 bis 3 und er hat mir gesagt, im Wettkampf wirst du 240 werden sich so anfühlen wie 230
und 2,30 werden sich anfühlen wie 2,20. Naja, ich zu 2,30, ich das rausgehoben, Setup war bei allen drei Lifts irgendwie Käse, aber geil. Ich das gebeugt und dachte mir, ja, das ist leicht. So, das fühlt sich an wie 2,20. Also es war wirklich super leicht und nachträglich auf den Videos nochmal angeschaut, es ist noch leichter, als ich dachte. Und ja, dementsprechend wieder natürlich logischerweise dem Plan gefolgt, 2,40 aufgeladen und ich dachte mir, ey, ist scheißegal, ne? All or nothing. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Modus, dass ich gesagt habe, egal was da jetzt liegt, das mache ich jetzt einfach. Und es ist halt nur Gewicht so. Und 2,40 habe ich noch nie gebeugt. Mein All-Time-PR sind 2,36 von letztem Jahr gewesen. Und dieses Jahr habe ich nie mehr 230 gebeugt. Und das war natürlich, oder ist natürlich jetzt so, wenn man so rückwirkend drüber nachdenkt, eigentlich schon krass. Weil ich habe nie mehr gebeugt und bin einfach mit 2,40 da im Zweitversuch und dachte mir, ja, da machst du das jetzt einfach mal. Und ja. Ich bin dann halt raus, 2,40 quasi dann wollte ich dann machen und merkte plötzlich, dass mein Handgelenk übelst anfängt zu krampfen. Mein linkes Handgelenk. Und ich konnte, oder rechts, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich konnte mein Handgelenk nicht mehr bewegen. Und ich dachte mir, fuck, was machst du denn jetzt? Du kannst ja jetzt nicht wieder zurückgehen oder warten oder so, weil, ne, du musst ja jetzt deinen Lift machen. Und ich versuche, dieses Handgelenk irgendwie klar zu kriegen. Ich hatte das schon im ersten Satz gemerkt, quasi im ersten Versuch, dass mein Handgelenk danach so, ich konnte mein Handgelenk danach nicht mehr bewegen. Und dachte mir, ja, fuck, ist so ein Krampf. Ein bisschen rausmassiert, ging alles. Und im zweiten Versuch merkte ich das dann, als ich plötzlich die Langhantel rausheben wollte. Und ich so, Alter, scheiße. jetzt krampft deine Hand, ne? Und ich dachte mir, ja gut, egal, du musst die Hand ja jetzt nicht bewegen. Hauptsache, du fixierst das Gewicht irgendwie. Und habe das dann hochgekriegt, die 2,40. Habe dann da auch im Lift dann selber gar nichts mehr gemerkt. Das ging dann auch gut hoch. Dachte mir, okay, kacke. Und danach musste ich irgendwie mein Handgelenk da irgendwie fixen. Habe ich dann auch halbwegs hingekriegt. Dann fing auch auf dem Rückweg mein Latt an. Also ich bin dann quasi von der Plattform runter, Handgelenk gekrampft, linker Latt fängt richtig an zu krampfen. Und ich so, ach du Scheiße, ey. Das kann ja jetzt was werden. Also 2,40 waren gültig, war noch gut. Ich dann gesagt, komm, 2,47,5, kein Problem. Und ich dann irgendwie versucht, diese Krämpfe da rauszukriegen. Und es hat nicht wirklich funktioniert. Und dann musste ich auf die Plattform. Alles war okay in dem Moment, als ich dann da stand, weil wir konnten es gut rausmassieren. Ich zur Plattform und plötzlich fängt auf dem Weg mein linker Latt. Mein Handgelenk war okay, aber mein linker Latt komplett anzukrampfen. Und ich stand da so und ich dachte mir, Alter, kacke, wie beugst du denn jetzt 11 Kilo über All-Time-PR und 17,5 Kilo über Wettkampfs-PR mit einem komplett krampfenden Latt? Naja, egal. Ich auf die Plattform gegangen, ich das Gewicht rausgehoben und dachte mir, Alter, scheißegal. Ich meinen Kopf komplett ausgemacht. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe einfach nur runter, hoch und ich. Das ist eine der letzten Sachen, an die ich mich richtig aktiv erinnern kann. Ich habe rausgedrückt und ich habe richtig gemerkt, okay, es bewegt sich ganz langsam und das fühlte sich an, als wenn die Stange deinen Rücken quasi so richtig einrundet. Also ich habe gemerkt, wie mein Rücken immer runder, 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 runder. Also es wurde immer runder. Ich hatte das Gefühl, also rein subjektiv, hat sich angefühlt, als wenn ich da Quasimodo auf der Plattform wäre. Ne? Also so krass eingerundet, also wirklich rund. Aber es ging eigentlich. Aber ich habe gemerkt, es ging nach oben und du kannst schieben. Und jeder, der schon mal eine schwere Kniebeuge gemacht hat und dieses Gefühl, der erkennt oder ne, schon mal den Kniebeuge richtig hochgegrindet hat, der kennt dieses Gefühl, wenn es einfach vorangeht, wenn es immer nach vorne geht und du weißt, du kannst das jetzt beugen, du kannst das beugen, du kannst das beugen, es geht weiter. So. Du hast keinen so krassen Sticking Point, der dich quasi gar nicht weiterkommen lässt. Und das war der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und irgendwann war ich oben und ich dachte mir, Alter, was ist hier gerade passiert? Ne? Also man sieht es ja auf den Videos, einfach super emotional für mich auch, weil ich einfach so lange für diese 500 Kilo gearbeitet habe. Ich habe so viel Schweiß, ich habe so viel Schmerzen, so viel Zeit einfach in dieses Projekt oder in mein eigenes Projekt da einfach investiert. Und natürlich gibt es Leute, oder gut, die 500-Kilo-Marke haben jetzt auch weltweit noch nicht so viele Leute geknackt. So, es gibt natürlich auch Leute, die schon über 500 sind, die gesagt haben, ja, 500, cool. So, aber es ist halt auch eine Sache davon, wie leicht du 500 vielleicht auch von genetischen Voraussetzungen her knackst, wie leicht du, für mich war das super schwer. Also für mich war das wirklich Anschlagprojekt und einfach in Kombination mit den ganzen Verletzungen und drumherum war das halt wirklich einfach eine Sache, wo ich sage, ja, das hat mir in dem Fall so viel bedeutet, weil einfach so viel Zeit reingeflossen ist, dass dann einfach natürlich da Emotionen einfach hochgekommen sind und ich war einfach super happy und hätte es niemals gedacht. Also ich stand in diesem letzten Versuch im Warm-up und dachte mir, niemals, das kriegst du nicht hin. Ich habe auch zu Tobi gesagt, Alter, ich weiß nicht, wie ich das beugen soll. Wie soll das funktionieren? Und
ich war absolut nicht von mir überzeugt in dem Moment tatsächlich. Also ich war nicht, also ich war den ganzen Wettkampf schon überzeugt, aber in diesem letzten Lift war ich, habe ich gezweifelt, ne? Dachte ich mir, wie möchtest du das jetzt beugen? Das ist, 240 waren schon nicht leicht so und 7,5 Kilo drauf, du bist total im Arsch, alles krampft. Wie sollst du das jetzt beugen? Aber Wille beugt halt mehr als Kraft. Also Wille ist einfach, man muss einfach nur wollen, ne? Und das hat mir das nochmal gezeigt. Und ey, wirklich krass. Also dieser Wettkampf hat mir allgemein auch sehr viel gegeben, weil er mir gezeigt hat, dass es nicht notwendig ist, in der Vorbereitung immer an seinen Max zu gehen, um zu testen, um zu wissen, was man kann oder nicht. Vollkommen egal. So, es geht darum, dass du Skill-Training machst, dass du lernst, dass du den Skill lernst, dass du den Skill trainierst, dass du besser wirst im Singles allgemein. Das ist scheißegal, ob da dann 230 oder 247 drauf liegen. So. Und die Chance, dass sich die 247 oder dass du ausmerkst im Training, dich eher erschöpft oder verletzt oder so, ist viel zu hoch. Und es ist viel besser, etwas unter dem zu performen im Training, als dem, was du auf Wettkampf machst, logischerweise. Aber das ist natürlich immer schwer. Wenn du Interesse an Coaching hast, dann melde dich gerne bei mir. Links sind unten in der Beschreibung. Dann kannst du dich fürs Erstgespräch einbuchen und dann schauen wir einfach mal, ob ich dir helfen kann. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, der kleine Einblick hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was auch vielleicht für dein Training oder deinen Wettkampf mitnehmen. Falls dir das Video gefallen hat, denk dran, den Daumen da zu lassen. Abonnier den Kanal, kommentier gern was und wir sehen uns beim nächsten Mal.